Und willkommen zurück zu Blades of Time. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als wir den Ätherwächter besiegt haben. Glaube ich. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe schon wieder eine neue Rüstung an. Perfekt für den Winter gemacht, finde ich. So. Gucken wir erstmal, wo es jetzt hier lang geht. Ich möchte eigentlich die Pflanze hier kaputt machen. Dann halt nicht. Dann machen wir die hier kaputt. So, und die Musik wird schon wieder lauter. Gefällt mir nicht. Ist das da unten jetzt ein Monster oder nicht? Der Altar und wie immer Oh. die Monster. Was macht ihr denn hier? Ich glaube, wenn sie angreifen, habe ich gerade einen guten Punkt, sie zu töten. Und ab. Also wenn sie mich angreifen, muss ich nur E drücken. Also bleibe ich einfach stehen und drücke E. Ganz okay, oder? Ja, das geht mir nicht. Oh, da ist einer. Oh nein. Du bekommst das Schild jetzt nicht. Nein, ich will jetzt nicht in den Altar rein. So, und ich töte dich jetzt mit einer Knarre. Ist mir ehrlich gesagt so doof. Endlich. Mal sehen, ob er was Neues für mich hat. Was Neues? Stimmt, wir haben den Altar schon lange nicht mehr betreten. Mal schauen, was wir bekommen. Meisterliche Kälte, ich glaube, das haben wir schon mal. Kleidbrand, Flammeninferno, Feuertreffer, tödlicher Treffer, Kleidgenesung. Das Kleiden ist auch nach feindlichen Treffern möglich. Okay. Luftattackenreichweite verbessert die Reichweite der Waffen, solange man an einen fliegenden Feind hängt. Okay. Und Kopfschuss-Rage, okay. Ich denke mal, ich nehme Flammeninferno. Und erleidet ein brennender Feind einen schweren Treffer, explodiert er und versucht Schäden bei anderen Feinden in seiner Nähe. Ja, warum nicht? Du hast es wirklich eilig, zum Tempel zu kommen, oder? Na, endlich hast du es gemerkt. Ich wollte schon immer dorthin. Er ist das Herz der Drachenkultur. Dort haben die Drachen ihre Initiation des Wegs abgeschlossen. Und dort fanden sie ihre wahre Macht und Stärke. Als der Hüter des Chaos den Tempel einnahm, war es aus für uns Drachen. Der Weg des Drachen ist inzwischen Geschichte. Das ist ja alles sehr interessant. Aber besser wäre es, wenn du mir statt all der historischen Fakten sagen würdest, wo ich ein paar Goldbarren finden kann. Ja, wir sind ja ein Schatzjäger oder so oder sowas und waren eigentlich auf der Suche nach Goldbarren oder so. Und dann sind wir in dieses Schlamassel hier reingeraten. Und was ist das jetzt? Ach so. Ja, dann brauche ich das ja gar nicht. Lass los. Was los? Ja, super. Komme ich darüber? Oh, hier ist irgendwo eine Schatztruhe. Und genau hier ist sie. Mal schauen, was wir bekommen. Ich habe was bekommen. Im magischen Ring verstärkt die Wirkung des Schattenfreunds.
Ja, brauche ich jetzt nicht gerade wirklich. Also einfach mal wieder zurück. So, ja, da mein Spiel irgendwo davon abgebrochen ist, habe ich jetzt einen neuen Part gemacht. Ich werde es dann einfach so gut wie möglich zusammenrendern. Quatsch, zusammenschneiden. Damit ich das dann wieder, ja, ordentlich, damit es dann wieder ordentlich aussieht. Und dann gehen wir mal wieder dahin. Das war bestimmt daran, weil ich hier die Schatztruhe aufgemacht habe. Deswegen mache ich sie diesmal nicht auf. So, gehen wir mal hier runter. Nach der ganzen Zeit auf den Ätherinseln hatte ich das Chaos schon fast verdrängt. Ich glaube, hier musste ich ja mein... Chaosmonster! Das sind verdammt Was? Viele. Das sind gerade so viele. Haut ab, ey. Und... Ja, was zur Hölle? Wollt ihr mich gerade verarschen? Seid ihr? Sie beherrschen Kältezauber. Sei vorsichtig. Na toll. Halte dich von den Kältewellen fern. Wer bist du denn jetzt? Wo bist du? Hä? Erhöhte dich vor den Schockwellen. Verdammt, ich habe die Nachricht nicht gelesen. Das ist erstmal eine Notiz. Ah, da vorne ist er. Ja. Ich glaube, das ist die Schockwelle. Ja, ich glaube, das bringt einmal nix. Okay, schließlich. What the? Das hat doch gar nicht bis hierhin gereicht. Okay. Wie komme ich da jetzt am dümmsten ran? Die andere Seite ist natürlich auch bedeckt. Wenn ich da jetzt irgendwie ranspringen kann. Du kriegst mich doch nicht hier oben, oder? Nö. Ha! Tja, so einfach geht das. Ich glaube, ich kann jetzt schon zu ihm hinspringen und ihn töten. Stirb, stirb, du Mistkröte. Was? Okay, ich gehe wieder hoch auf meine Plattform. Und schieße ein paar Mal in den Kopf. Ich glaube, das hat besser gewirkt. Irgendwie klappt es bei denen jetzt gar nicht. Doch. Hier entlang, Ayumi. Dann waren auch Sie Diener des Generals? Ich glaube ja. Der Hüter des Chaos unterwarf und scharte verschiedenste Kreaturen um sich. Er versklavte sie, indem er ihnen die Macht nahm, selbst den Drachen. Wenn der General den Hüter wirklich ersetzt hat, untersteht die ganze Armee des Chaos seinem Kommando. Wenn ich den General stellen will, muss ich wissen, ob er genau wie der Hüter die Macht hat, Menschen zu Sklaven zu machen. Nein, der Hüter war der Einzige, der das vermochte. Vielleicht hat sich der General nur aus diesem Grund auf einen Waffenstillstand mit den Ätherwächtern eingelassen. Dieser Krieg war sinnlos, denn er hätte nie geendet. Und gleich mal die Notiz lesen. All die Bücher, die ich in der Gildenbibliothek gesehen habe, beziehen sich auf eine Legende, die ihren Ursprung tief in der Vergangenheit hat.
Sie handelt von einer Welt namens Dragonland, deren Zivilisation in einem Vulkanausbruch vernichtet wurde. Sie erklärt jedoch nicht, wie und warum die miteinander verbundenen Portale sowohl in unserer Welt als auch in Dragonland existieren. Dragonland wird als idealer Ort für Schatzsucher dargestellt, die dort ihr Glück versuchen können. Doch in all den Büchern findet sich nichts über die Flora, Fauna oder mögliche Überlebende. Ja. Wo sind wir denn überhaupt? Ein Drachentempel oder so? Weil es war ja in... Es war ja die Rede von einem Tempel. Und das Geknoche gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich mache ja erstmal gleich meine Schutzblase. Achso. Hier brauche ich sie nicht mehr. Was ist das? Es geht nicht anders. Ich muss runtergehen. Dann gehen wir mal runter.